Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus-Challenge. Und wir schauen unseren beiden Familienmenschen dabei zu, wie sie Sport treiben. Sie macht da voll den locker Jogger. Und er ist einfach total die Lauchstange und kriegt einfach nichts hin. Ja, also so viel zu unserem Mann. Aber hey. So. Ah ja, wird ja jetzt bald mal älter. Wird nach ihrer Elternzeit bei der nächsten Schicht erwartet. Oh. Ich dachte gerade, wir können Elternzeit nehmen. Und ich dachte gerade, Moment, wir sind doch nicht schwanger. Anscheinend hat Aya Probleme in Mathematik. Sie kommt nicht über die 1 hinaus. Mensch, Sachen passieren. Gekränkt. Hört auf, mich anzustarren. Manchmal hat man das Gefühl, als würde man alles falsch machen und die ganze Welt würde einen dafür verurteilen. Ja, das Gefühl habe ich auch. So, dann setz dich mal hier hin und mach Hausaufgaben. Und du setz dich mal hier und machst hier Hausaufgaben. So, wie geht's hier oben? Ja, dem geht's doch gut. Wir können auf jeden Fall mal voll das Klo gebrauchen und alles. So, er sagt, er ist fertig, aber nein, er geht jetzt mal an die Grenzen. Wir müssen hier nochmal schnell ein Klo platzieren eigentlich. Doch, ich platziere jetzt hier nochmal schnell eins. So. Nehmen wir mal das. Da weiß ich, dass wir das benutzen dürfen. Und das hier auch. So. Dann ist das erstmal ein zweites Bad hier unten, bevor wir da irgendeinen anderen Raum für irgendwas einrichten. So, dann darfst du die Toilette verwenden. Und ein Schaumbad nehmen. Das ist ein guter Plan. Was macht er da? Er tritt auf seinen Hausaufgaben rum. Mach deine Hausaufgaben, Alter. Ich verstehe das nicht, ey. Also, da guckt man mal nicht hin. Plötzlich sind die Hausaufgaben eine Etage drüber. Er steht drauf, einen halben Meter drüber. Und ja, toll. Tja, guckt, ey. Dieser Sim ist so beschämt, dass er sich zusammenrollen und den Löffel abgeben will. Gib dir am Spiegel Zuspruch oder verstecke dich eine Weile im Bett. Bist du fertig? Hä? Hier kam nicht mal die Nachricht, dass sie Geburtstag hat oder so. Oh, die wird richtig traurig, weil die Geburtstagsfeier einfach vergessen wurde. Oh, verdammt, ey. Ordentlich aktiv. Sie ist ein fröhlicher Mensch, so. Vergessener Geburtstag. Aya hat vergessen, zu ihrem Geburtstag eine Party zu veranstalten. Oder wollte niemand kommen? Jedenfalls ist es sehr traurig. Ja, toll. Das ist jetzt doof. Gut, dann darf sie jetzt eine Karriere einschlagen. Und zwar ist sie Fitness- oder wird sie Fitnessmensch. Und wir werden sie dann auch gegenüber einziehen lassen, habe ich überlegt. Also dann hier. Aber vorher habe ich überlegt, wir machen sie schwanger. So, wo haben wir denn Fitnessfreak da? So. Das ist ja schön. Sie braucht auf jeden Fall noch Charisma-Fähigkeit. Dann darfst du mal das verdorbene Essen aussortieren. Die Toilette verwenden, nachdenklich duschen. Wir werden ihr Outfit dann noch ändern. Und Spaghetti darf sie servieren. Das wird schon passen. Sie will baden. Nee, das machst du mal nicht. Du gehst erstmal auf Toilette. Darfst dann mal schnell duschen. Nimm eine nachdenkliche Dusche, das passt schon. Ich hätte ja Geburtstag gefeiert. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum dieses Dings da nicht kommt, ne? Dieses... Hier, sie kann Geburtstag feiern. Oder kam das? Ich muss mal gucken. Hier stand nichts, oder? Nee. Ja, dann ist es halt ein bisschen dumm gelaufen einfach. So, er geht jetzt baden. Sie hat vergessen, dass sie duschen will. Nee, hat sie doch nicht.
Dieses Spiel, ne? Das ist eine Katastrophe hier teilweise. Überhaupt nicht verbuggt und so. Weiß sie nur, dass sie kochen will, ja, immerhin. Informationsflut. Wie lange ist sie denn traurig? 11 Stunden. Naja, immerhin. So, der Spaß, der ist einfach nicht mehr da. So, was macht sie jetzt? Ist eine gute Frage, ne? Du darfst nochmal Computerspiele spielen. Mach beim Spielturnier mit. Am Profiturnier. Und zwar Blickblock-Profiturnier. Und vielleicht gewinnen wir ja Geld. Das müssen wir nämlich mal dringend. Weil wir die Rechnung bezahlen müssen, sonst sind wir nämlich ohne Strom da. So, da ist die Katze schon mal. Ich gerade ganz kurz gewundert, was hier erscheint. So, er kriegt langsam Hunger, kann ich verstehen. Oh nee, ne? Ist überhaupt nicht nervig oder so. Nein. Getty fortsetzen. Halt, stopp, Zusatzaufgaben machen. Ich weiß, dass du keinen Bock hast, ne? Aber du musst. So, du machst das nicht. Du darfst bei Hausaufgaben helfen. Als Pflegekind adoptieren. Nein. Warte, du kannst nicht bei Hausaufgaben helfen, oder? Weil du ein Lappen bist. Dann schau halt Fernsehen oder so, keine Ahnung. Nee, warte, du kannst Isaiah hier absetzen. Und er steht auf. Und dann nimmst du ein Gericht. Hast du nebenbei eigentlich so ein Ding schlürfen? Das müsste ja gehen, oder? Nee, ich will mich mit Leander jetzt gerade nicht treffen. Aus gewissen Gründen. Also nebenbei trinken kann er schon mal nicht. So, du nimmst jetzt auch mal Spaghetti. So, bald werden wir ja auch älter, ne? 7 Tage. Und er in 21. Ist ja nicht schlimm, dass er jünger ist. Dann hat er noch ein bisschen was von seinem Vater, der Sohn. Okay, nimm dir mal eine Portion, dann lässt du sie wieder los. Okay. Öffnen, die Spaghetti stellst du mal hier hin und dann nimmst du dir eine eigene Portion. Und du isst das jetzt, Spaghetti essen. Ist jetzt nicht der Ernst, oder? Oh, lass dieses dumme Kind da doch sitzen. Nimm den doch nicht 5-mal hoch. Ja, du bist echt so ein Rabenvater, ne? Ja, bitte, bitte bediene ich jetzt einfach und iss das jetzt auch, ja? Oh. Kann man sich hier nicht mit ansehen. Nein, du willst jetzt hier nicht mixen üben oder so. So, du spielst jetzt mal Zuflucht. Achso, du wolltest ja am Turnier teilnehmen, warte. Aua, jetzt habe ich mir ja den Fuß angeknackt. Sim Forever Turnier, das klingt gut. So, du brauchst Spaß. Dann darfst du ein Gemälde malen, weil das macht dir, glaube ich. Die haben sich die Hände geschüttelt. Einfach mal so. Mitten aus dem Nichts. Macht man heutzutage so. Über Familienmitglied nachdenken. In Foren provozieren. Die ist ja geil, die Alte. Du darfst eine Rede üben, weil du brauchst Charisma. So, und der Papa kann dir gleich nochmal beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. So machen wir das. So, fertig? Ja, gut. So, dann hörst du mal auf zu essen. Und darfst Isaiah beibringen, aufs Klo zu gehen. Das könnte sehr. Was macht er da? Okay, ein Stockwerk ist er schon mal gegangen. Sie redet mit sich selbst im Spiegel. Ich weiß ja nicht, was das verbessert, ne? Aber naja. Okay, verkauft das mal. Hört auf, mich anzustarren. Braucht Vergnügen. Okay. 3 emotionale Gemälde anfertigen. Ist auch nicht schlecht. So, dann.
großes realistisches Gemälde und trinkt dabei. Gekränkt. Ja, du musst ja hier nicht gekränkt sein, ne? Nur mal so am Rande. So, du kannst danach direkt schlafen gehen. So, fertig? Okay. Isaiah, ein Schaumbad kannst du mal baden. So, sie macht das Turnier noch. Oh, Videospielfähigkeit Level 9. Das ist schon mal nicht schlecht. Und morgen können wir dann vielleicht befördert werden. Das wäre nämlich sehr geil. So, häuslich. Okay, dann mach mal. Jetzt stehen beide Katzen im Bad und gucken zu. Es ist leicht verstörend. Okay, was macht er jetzt mal? Er wollte ja mal seine künstlerische Seite ausprobieren, ne? Dann, nee, warte mal, nachdenklich duschen kannst du jetzt hier nicht so. Geh mal hier nachdenklich duschen. Weil gut, dass wir ja echt an jedem Ort irgendwie. So, und dann malst du mal ein großes klassisches Gemälde. Und wenn du da fertig bist, warte mal, wir müssen mal gucken, was er noch macht. Er spielt mit Puppenhäusern. Ist ja erstmal nicht verkehrt. So, es wäre aber, glaube ich, besser, wenn du erstmal Simshape spielst. So denken und so. Ja, geh mal ins Bett. Ich sehe nur noch, wie er nackt in die Dusche steigt. Wenn wir die dumme Musik mal ausmachen. Isaiah tanzen beibringen. Interessant. Jetzt hört sie auch mal zu. Okay. Es hat sich herausgestellt, dass die anderen Teilnehmer des Turniers besser waren als Chihiro. Dieses Mal gibt es keinen Preis. Was? Das ist ja unerhört. Okay. Dann erstmal die Spaghetti noch auf. Toilette verwenden, duschen, schlafen. Ja, es ist dumm, wenn du hier nicht mal reinkommst, weil du die Leute immer aufweckst, ne? Merkst du was? Was hat sie jetzt für Probleme? Ich weiß es nicht. So, er möchte dann auch bald schlafen gehen. Das können wir machen. Er geht dann danach schlafen. Was will sie jetzt machen? Ich dachte, sie übergibt sich gerade, weil sie Nudeln gegessen hat. Das wäre richtig geil gewesen, weil ich esse ja auch keine Nudeln, mir wird ja schlecht davon und alles. Oh, Moment. Erstmal verkaufst du das bitte. Die Sache ist nämlich, wenn wir es schaffen, dass der Typ hier die Malerkarriere gut abschließt, dann können wir die teureren Gemäldedinger kaufen, die bessere Produkte liefern. Wobei er will ja auch die Malerkarriere einschlagen. So, er ist noch am Malen. Egal, der macht jetzt weiter. Und du gehst am besten mal ins Bett einfach. Dass so ein Kind so ein Tablet bedienen kann. Ne? Es ist gerade auf die Welt gekommen, gerade ein Kleinkind geworden. Es kann schon ein Tablet bedienen. Okay, dann hat er ja schon mal was fertiggestellt. So, Danik hat Level 9 der Malerei erreicht. Warum ist sie wach? Geh schlafen. Aber nicht wegen der Katze oder so, ne? Die nervigen Katzen, ne? Okay, wir müssen mal einen neuen Plasma-Dings bestellen. Nehmen wir erstmal 10. So, dann trinkst du da mal was von. Jetzt passiert. Danik ist jetzt wählerisch beim Essen. Jetzt unterscheidet er in Blutgruppen oder was? Jetzt nicht viel, was er da unterscheiden kann, ne? Aber gut. Oh. Dann steh du mal auf.
Und geh hier mal bitte alles ernten. Der Gärtner wird es dann auch bewässern. Ey, das sieht cool aus, was er da malt. So ein Universum-Dings. Das kann er sich bestimmt gut ins Zimmer hängen. Hängt zwar das Bild von seinen Eltern, als sie noch zusammen waren, aber hey. Können wir nämlich endlich die Rechnung dann bezahlen. Wir züchten nochmal einen Frosch. So. Und Danek muss in der Stunde in der Schule sein. Danek ist unser einziger Schüler im Moment. Gartenfliegen. Nee, das wollen wir nicht. Es ist ja zum Glück nicht mega dreckig oder so. Nein, du nimmst jetzt mal einen Pfannkuchen. Verkaufst das. Und wir können die Rechnung immer noch nicht bezahlen, oder? Ey, verdammt. Och, Kanal. Bitte stell mal schnell ein Meisterwerk fertig. Oder auch nicht. Warum ist das nur so wenig wert? Weil wir auf der billigen Staffelei malen, oder was? So, dann geh doch nochmal schnell nachdenklich duschen. Und eine Meditation einlegen. Und dann kannst du auch schon in die Schule gehen. So, sie muss ja, glaube ich, auch arbeiten, ne? In 7 Stunden. Oh. Sie ist hier noch fleißig. Ach, die Kätzchen. Wir könnten mal wieder was mit den Kätzchen unternehmen. Über Battle nach Essen belehren. Ja, das hält leider nur nicht lange an. Loben. Ja, das funktioniert ja gut. Es ist überhaupt nicht gruselig oder so. Ach, geh mal in die Schule. Danek ist zur Schule. So, was macht sie jetzt? In 9 Stunden muss sie erst arbeiten. Geh mal eine Runde trainieren. Schweres Gewichte heben. Mal die Toilette verwenden und nachdenklich duschen. Und bald müsste dann ja auch Isaiah aufwachen, deswegen ist das nicht eine schlechte Idee. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Tritt nochmal in die Wunde. Halt. Wir machen das hier. Toilette verwenden, erfrischende Dusche nehmen. Dann darf sie mal da ein Gericht nehmen. Dazu kann sie ja den Kochkanal schauen. So. Und Training. Nee. Ausdauerlauf. Warum ist der denn schon so früh wach? Ja, okay. Dann setz ihn mal in den Stuhl. Mit dem Schinken-Käse-Sandwich. So, ich glaube, er kommt erst runter, ne? Jetzt wartet er. So, dann... Nee, da geht sie ja drauf. Schweres Gewicht nehmen, an die Grenzen gehen. So, Getränk geben... Wasser. So, wir wollen unser Kind ja gleich ans Wasser gewöhnen, was er dann eh nicht mehr trinken wird, wenn er Vampir geworden ist, aber hey. So. Und du servierst mal einen Brunch, und zwar einen Obstsalat. Schadet ja nicht. Okay, dann halt noch ein Versuch. So. Wenn sie fertig ist, die Toilette verwenden. Mit Muskelentspannungsbad. Ja, macht das vielleicht besser mal jetzt, oder? Nein, wir haben noch ein bisschen Zeit.
Oh. Ups. Wir haben ja vergessen, dass wir noch eine Rechnung bezahlen müssen. Hoppala. Okay. Dann lass doch mal das Kind raus. Oder auch nicht. Jetzt kann man neuerdings den Hochstuhl nicht mehr anklicken. Bring ihn halt sprechen bei oder so, keine Ahnung. Genau, nimm dein Kind erstmal raus. Okay, dann wirst du jetzt. Ach, wir machen hier mal die Runde mit ihr, um dann schnell den Strom wieder einschalten zu können. Ah, da habe ich voll nicht mehr dran gedacht. Ey, ist ein bisschen blöd, aber naja. Landen. Oh, sie kann bestimmt wieder einen Frosch züchten. Aber es wird nicht ausreichen, oder? Nee. So. Was hat sie denn? Ermüdet wegen Training. Ja, plauder halt ein bisschen, ist auch okay. Was haben wir denn bis jetzt hier so gesammelt? Dann verkaufen wir das mal. Die Beute ist jetzt nicht ganz so reich. Scheiße, ey. Toilette verwenden, duschen. Aber wir können auch warm duschen. Joaquin hat pikanten Dratsch über Chihiro verbreitet. Zur Arbeit gehen. Willst du nicht vorher mal aufs Töpfchen gehen vielleicht? Kannst du das schon alleine? Ja. Aufs Töpfchen gehen, dann schlafen. Was machst du jetzt mal? Wir brauchen Geld. Okay, dann darf er jetzt mal weiter hier einsammeln. Und zwar fangen wir hier an. Wo ernten? Ah ja, ist zur Arbeit. Und Chihiro muss dann auch gleich zur Arbeit. Ja, komm. Hier Löwenmäulchen. So, dann haben wir hier noch Chrysanthemen oder irgendwie sowas. Ja, ich kenne mich so mit Blumen halt überhaupt nicht aus. Für mich ist alles einfach nur Blume und Rosen. Rosen kann ich auch noch unterscheiden, aber sonst ist. Ja, dann nehmen wir das hier nochmal mit. Das Problem ist halt, dass bei diesen Dingern, die hier ausgegraben werden können. Oh, warte mal. Er ist angespannt. Er redet erstmal mit ihr. Ist ja keine schlechte Idee. Aber erstmal trinkst du was. Dann dunkle Meditation. Ach ja. Ups. Strom wurde abgestellt. Ich erinnere mich. Danik ist zu angespannt. Okay. Geh mal schlafen so lang. Keine Ahnung. So, wir verfolgen ihn jetzt mal. In einer Stunde bei der Arbeit. Graben. Geht das? Ja, es geht. Zwei gewöhnliche Tuning-Teile. Interessant. Gehst mal fleißig. Ach, du arbeitest schon fleißig. Okay. Dann mal schnell verkaufen. Vielleicht reicht das ja schon. Oh Mann, es ist ärgerlich. Es ist das zweite Mal, dass bei uns der Strom abgestellt werden muss. Aber diese Rechnung, die ist halt auch immer echt heftig, finde ich. So, Chihiro, die muss jetzt mal zur Arbeit. Ganz kurz können wir. Wir können die Rechnung bezahlen, perfekt. Ja, dann gehen wir schnell die Rechnung bezahlen, bitte. Und du kommst nach Hause.
So, irgendjemand fängt dir richtig an rumzuklopfen. So, und jetzt gehst du zur Arbeit. So, der Strom ist dann auch mal wieder an, ne? So, fleißig arbeiten. Jetzt macht er was am PC. Na. Spiel spielen Sims Forever. Schadet ja nicht. So, er schläft. Das ist gut, das passt. Was machst du mal? Kannst du denn schon... Nein, du kannst es nicht weiterentwickeln. Das ist schlecht. So, dann... Bist du mal was davon? Das verkaufen wir mal schnell. Dann kannst du ja mal die Toilette verwenden und nachdenklich duschen. Und ein Gemälde malen. Okay, erstmal malst du ein Gemälde. Und du malst ein kleines Gemälde oder so. Hier, so ein mittelgroßes, klassisches Gemälde kann er malen. Und der Rest ist arbeiten. Das ist echt praktisch. Es wird leicht wieder entspannter. Ah, diese Katzen, ey. Über Kratzen belehren. Ja, das hält halt nur leider nicht lange, ne? Aber gut. Ein Versuch ist es wert. So, wir können mal eine Familienversammlung einrufen. So. Und? Was machen wir mal? Wir haben Malerei ist besser. Was ist das denn? Kräuterkunde. Ach, herrje. Wellness. Wellness ist auch nicht schlecht, aber nein. Ein Charisma-Boost. Wir machen mal so einen Sport-Boost. So. So, er fängt jetzt an zu malen, das ist gut. Auf Toilette zu gehen hat er nicht geschafft. Oh, er hat gleich Level 10 erreicht, ne? Hoffentlich wird Shihiro jetzt befördert. Ich habe gehört, dass an den Klippen gerade eine verrückte Party steigt. Nee, wir wollen nicht gucken gehen. Also ich wollte die auf jeden Fall dann ausziehen lassen, aber das mache ich dann nach der... Ah, ihr hat heute 196 nach Hause gebracht. Achso, und dann steht man erstmal hier hinten als Lama. Oder Einhorn-Lama ist das, oder? Ich meine, es hat ein Horn. Ja gut, ich sag dazu nichts. Es funktioniert immer super hier, das Essen. So einen Obstsalat fortsetzen. Okay, und er geht danach schlafen, wahrscheinlich. Genau, er schläft. Das ist ja nicht schlecht. Ach, toll. Dann halt nicht. Okay, wir schauen mal. Nimm dir mal hier ein Gericht. Dann Toilette verwenden, duschen. Und ja, Kanal einfach schauen. So, er setzt sich bei seiner Schwester hin und schaut einen Film. Aber du gehst jetzt erstmal verkaufen, das Bild. Nicht schlecht geworden, ne? Ein selbstsicheres Gemälde. Dann haben wir nämlich schon das erste Emotionsgemälde gemalt. Eventuell. Sie findet es dreckig hier. Wahrscheinlich, weil da so ein paar Sachen stehen. So, er schläft noch ganz entspannt. Wird Zeit, dass er mal ein Meisterwerk bekommt. Ach, wir machen beide einfach zu Malern. Das passt, das passt. Das ist nicht so tragisch. Ja, maximierte Fähigkeit. Danek ist ein Meisterkünstler. Das ist sehr schön. 5 Tage noch.
Was geht bei ihr? Sie guckt Fernsehen. Befördert zu APM-Königin. Chihiro wurde jetzt befördert. Sie verdient jetzt 67 mehr pro Stunde, was einen Stundenlohn von insgesamt 261 pro Stunde ergibt. Oh, Top Secret Computer. Den muss ich mir jetzt mal angucken. Oh, geil. Moment. Der Sportlers Trophäenschrank. Okay, warum nicht? Warte mal, der ist aber besser, oder? Nee, der Top Secret ist, glaube ich, besser. Konzentriertes Dekor. Dann würde ich vorschlagen, wir stellen jetzt hier noch ein PC hin. So einen richtig schönen Arbeitsbereich für sie. Aber er muss schwarz sein. Mit dem Büro-Chefsessel. Warte mal, Komfort 3, hier unten. Wow, was das geil ist hier alles. Oh, warte, kann ich das überhaupt bauen? Nein, kann ich nicht. Na super. Okay, wir nehmen den hier. So, dann nehmen wir mal so was Bequemes hier. Der hat nämlich gleich schon Komfort 6. Dann kommt hier der Leistungs-PC hin. Den können wir nämlich auch rot färben, glaube ich. Ja, Mann. So, Yoga wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Ach, das können wir auch gar nicht bauen. Ach ja, da war ja was. Da war ja was. So, jetzt sind wir aber schon über der Zeit. Und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit dann ciao und bis zum nächsten Part.